Es wird auf jeden Fall immer fieser hier. Ich verstehe auch nichts. So, hier ist Ruhe drin, da können wir reingehen. Lieber noch mal Lichter machen. Aber hier ist auch nichts. Hier ist so der Koffer, den hatten wir schon. Nein, auch nichts. Eieiei. Ich nehme mir noch mal das Foto. Da war jetzt ein Junge. Vielleicht können wir jetzt in den Raum, wo die drin waren, wo wir nicht reinkamen. Weil da ja heulende Leute drin waren. So. Hier war das mit dem Puppen. Ich glaube nicht, dass hier noch was ist. Dann gehen wir doch mal hier rüber. Ja, ein Erdbeben, glaube ich nicht. Ich glaube, wir wollen auch gar nicht wissen, was das war. So, kommen wir jetzt hier rein. Der Junge müsste jetzt raus sein. Nee. Da ist immer noch gefährlich drin. So, was war hier drin? Das Badezimmer. Okay. Hier oben war jetzt gar nichts, wollte ich sagen. Schnell in den Schrank. Gute Idee. Gott, ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles wird gut. Wir schaffen das, wir schaffen. So. Jetzt aber mal voran hier. Genau, zünd da nochmal an. Du hast ja noch ein paar Streichhölzerchen. Und wir gehen so lange mal unten weiter gucken. So, in der Küche waren wir nämlich auch noch nicht.
there's more than one. Noch ein. Hilfe uns, rette uns, wir sind verloren, gefangen, seinem Verlangen unterworfen. Welch von wem? Will ich, glaube ich, gar nicht wissen. Können wir jetzt da rein? Ja, das wäre sehr famos, wenn das jetzt mal gehen würde. Nein. Fehlt wahrscheinlich noch einer. Wir können ja mal im Keller gucken. Im Keller könnt ihr auch noch so eine Witzfigur sein. Sonst wüsste ich nämlich auch keinen Ort mehr, weil oben war ja gar nichts. Im Keller könnte ja noch so was sein, ne? Oder nicht? Hier ist auch ein Schrank. Hey. Hm. Run, run, run! Nö, nö. Hier ist doch direkt ein Schrank. Dann beruhigen wir uns mal wieder. Ganz ruhig. Und locker durch die Hose atmen. Gar keine Hose an. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Immer mit der Ruhe. Siehste. Ja, hier unten war trotzdem nichts. Vielleicht noch im Badezimmer? Viele Orte gibt es ja nicht mehr. Hm. Draußen vielleicht? Also nicht hier draußen. Nö. Auch nichts. Okay. Ich denke mal, einen haben wir noch übersehen, mindestens. Wir können ja noch hier durch diese Tür hier gehen. Ach Moment, Garage kann ja auch noch sein, ne? Kann ja überlegen, so ein Viech. Das ist nur ein Müllsack. Ich dachte jetzt, okay, da ist einer. Nee. Gehen wir mal draußen lang. Hallo. Niemand da. Gut. Gucken wir hier nochmal. Hier können ja auch noch welche rumliegen. Hier schon mal nicht, aber ist auch schon mal ein Schrank. Hallo. Vintage Flair. Ja, das wäre sehr schön, wenn hier nicht so Sachen passieren würden, die mich beunruhigen. Sehr sogar beunruhigen. Lololo. Ja, da fassen wir nicht rein. Das hatte ich schon mal. Das Vergnügen. Auch Badewannen sind hungrig. Anscheinend hier in diesem Spiel.
Ich finde allgemein die Stimmung hier in diesem Spiel ist sehr schön. Jetzt nur die Frage, wo ist denn jetzt dieses What is happening? Hallo? Ich geh mal zum Kamin, ne? Don't just stand there. Hier müsste es ja warm sein, oder nicht? Komm, dir muss wieder warm werden. Ja gut, dass ich den Kamin angemacht habe. So, dann gucke ich hier nochmal rein. Hier könnte ja theoretisch auch was drin sein. Ich suche ja immer noch die Zettel. Wo war ich denn jetzt noch nicht? Das wäre richtig fies. Erst recht, wenn da immer so einer sitzt, den man vergessen hat. Diese Ansicht finde ich richtig ekelig. Wenn der da schon so sitzt. Hallo. So. Darf ich da jetzt rein? Ja, nicht so. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Wir waren eigentlich nur oben nicht, ne? Ich bin gerade ein bisschen überfragt hier. Ich möchte den guten Daniel da retten, aber irgendwie lässt er sich nicht retten. Vielleicht nochmal ins Schlafzimmer von den anderen beiden da. Ich meine, das war hier irgendwo. Von den Eltern meine ich natürlich. Hier liegt noch der Vogel. Hallo. Hier ist auch nichts. Muss ich, würde ich jetzt alles absuchen hier? Nach diesen Zetteln? Guck mal, wen wir. Gut, dass ich hier doch noch reingegangen bin. Ich bin sprachlos. So, was haben wir denn hier? Hilf uns, rette uns. Wir sind verloren, gefangen, seinem Verlangen unterworfen. Hilf uns, hier rauszukommen. Befreie uns. Ja. Kommt da noch welche oder war es das jetzt mit den Zellen? Ich glaube, so ein DIN A4, da können noch zwei dabei sein. Es könnten zwei noch dabei sein, aber ich weiß es doch auch nicht. Hier ist ja Sackgasse. Ja, hier ist Sackgasse. Die läuft so geil, ne? Das ist schwunghaft. Ach, guck mal, wen haben wir denn da? So. Wirf das Dunkel ins Feuer. Alles klar, wenn der Zettel das sagt, dann, Zettel lügen selten. Machen wir das doch jetzt. Oh, mal so ein Zettel. Dafür ist das Feuer auch da. Nicht für die Kälte, sondern für, den Zettel. So. Fliegen hier schon wieder. So. Können wir den da jetzt reinwerfen? Nö.
Vielleicht fehlt da doch noch was. Ich gehe trotzdem mal in den Raum. Hört sich immer noch so an, als könnten wir da nicht reingehen. Das war der nicht. Wo ist denn der? Da. Ich würde sagen, der sieht fertig aus, oder? Wirft das Dunkel ins Feuer. Was ist das Dunkle denn? Ist jetzt wirklich der Kamin damit gemeint? Aber mit dem Kamin selber kann ich nichts machen. Ich kann nur das drücken. Ich kann nicht irgendwie... Welches Dunkel überhaupt? Ist dann die andere Frage. Das ist jetzt ein bisschen belastend gerade, wenn ich ganz ehrlich bin. Dass es hier jetzt nicht weitergeht. Und was für dunkel und... Ich muss mich halt nochmal überall umgucken. Bringt mir ja jetzt nichts, wenn ich hier... nur rumrätsel und nichts finde. Deshalb gucken wir hier nochmal alle Räume durch, ob wir irgendwas vergessen haben, irgendwas Dunkles, was man ins Feuer werfen kann. Vielleicht eine Puppe. Vielleicht sollen wir die Puppen da wieder rausnehmen und ins Feuer werfen. Könnte sein. Kann auch nicht sein. Spiegel ist kaputt. Kaputt. Ach ja, wie spät haben wir es überhaupt? 10:30. Eieiei. So. Dann gehen wir nochmal hier rein. Aber ich glaube, das mit den Puppen war fertig. Okay. Damit meinen die also das Dunkle. Das Dunkle. Das Dunkle. Wohl eher das lag in der Toilette und... stinkt. Weil das haben wir ja mit der Grillzange rausgeholt. So. Ich würde sagen, dann mal Tschüss hier, ne? Hallo? Da war noch Kuh. So. Auf Wiedersehen. The fire was definitely the best place for that hideous thing. Und ich hoffe jetzt, ist es ja auch schon ruhiger. Ich hoffe, wir können Daniel da jetzt mal rausholen. Geh da nicht rein. Ich will nur aufmachen, reinrufen. Daniel, bitte rauskommen. Ich würde da nicht reingehen. Ich würde da nicht reingehen. Was zum Himmel ist das hier? Was sind all diese Texte und warum was? Warum dieser schreckliche, feuchte Geruch?
kann hier eine Kerze anmachen. Oh, guck mal, wer da ist. Der hat bestimmt Hunger jetzt. Someone help us, please! They finally found me. I was feverish, dehydrated, and terrified. But alive. I don't remember much about the ride to the hospital, but I did mumble a few questions about the music box. I had heard it. The endless, grim song it played wouldn't stop hammering in my brain. I would even swear I'd seen it there on the table, on the other side of the mirror. No, no, impossible. There was no box. It was just a hallucination, a mirage. I needed to rest, that was all. Just rest. Uiuiui. Ja, das war dann die erste Episode. Machen wir doch gleich die zweite. Bei der ersten schon so Probleme hatten, ne? Where am I? Well, well. It appears as though the Prince of Slumber will be granting us an audience. How are you feeling, Your Highness? Ugh, my head. I had a dream. I'm okay. Thanks for coming, Lydia. You had us all on tender hooks. When I found you... My God, Daniel. I'm glad to see you awake. So, I'm better. I'm fine. By the way, I found a note at the Hersher house. It... Daniel, the doctor said you need complete rest. Complete. I'm fine. Really. I found this. Apparently, Hersher received a music box from an acquaintance of his. A certain Mr. Farber. It seems as though he was researching the music box when he vanished. And from what Farber says, the music box may be related to everything that has happened. I'm not sure we should stick our nose into this business, after everything that's occurred. We need to find Hersher. I saw the box that Farber describes in this letter, but it wasn't really there. It was as if it were on the other side of... Oh. I think we should pay a visit to this Farber, and ask him about the music box and Hersher. He has a shop in the city, not far from here. Daniel, please. I'm fine, really. I think going to a shop and asking the owner a few questions falls within the range of what we can do, don't you? Ja. Genau, das denke ich auch. Sollten wir tun. So, das ist natürlich die Frage, wen nehmen wir jetzt? Sophie? Erika? Jetzt haben wir auf einmal neue Möglichkeiten. Ah. Polizisten. Dann den Daniel natürlich. Ich würde sagen, wir nehmen Daniel. Der darf zwar nicht sterben. Aber...
ist uns jetzt egal.